Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Ja, nach der Umstellung meines Kanals, ja, mehr hin zu Strategiespiele. Und zwar herzlich willkommen zu meinem Let's Show Europa Universalis, beziehungsweise in diesem Fall Europa Universalis 3, um euch ja auf mein neues Projekt Europa Universalis 4 vorzubereiten, das am 13. August dieses Jahres herauskommt. Dieses Jahr ist 2013, by the way. Und ich bin hier gleich mal in den Startbildschirm gegangen. Erstmal ein paar allgemeine Sachen zu Europa Universalis Reihe. Also bei Europa Universalis geht es eigentlich wie bei fast allen Spielen des Entwicklers Paradox. Ja, um darum ein Land in einer gewissen, ja, in einem gewissen Zeitabschnitt der Geschichte zu spielen und es zu möglichst großer Macht und Ruhm zu führen. Und es ist immer in Echtzeit. Also es ist immer ein Echtzeit-Strategiespiel. Ich glaube, alle Titel, die ich kenne von Paradox, sind auf jeden Fall Echtzeit-Strategiespiele. Und ja, das ist in diesem Fall jetzt bei Europa Universalis. Bei Europa Universalis geht es jetzt um die Zeitperiode von 14. bis ins 19. Jahrhundert, also von der Zeit der Erkundung, der Kolonialisierung, ja, der Neuordnung nach dem dunklen Zeitalter des Mittelalters hin bis zum Zeitalter der Industrialisierung. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, ich spiele das Spiel hier mit einer Mod, genannt die Death and Taxes Mod. Die benutze ich eigentlich schon fast von Anfang an. Gefällt mir sehr gut, verbessert das Spiel meiner Meinung nach ziemlich und gibt einem vor allem auch die Möglichkeiten, mit Ländern zu spielen, die man im normalen Europa Universalis nur sehr schwer als normaler Spieler vorankommt. Natürlich so ein Hardcore-Player, der kommt da wahrscheinlich auch mit so dem kleinsten aller Länder irgendwie mal voran, aber das dauert natürlich viel länger. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal ins Spiel. Obwohl, was ich vielleicht noch ganz kurz zeige, man sieht hier, mit der Mod beginnt das Spiel 1356. Ohne Mod beginnt es 1399, also ein minimal wenig, also knappes halbes Jahrhundert. Fügt die Mod am Anfang hinzu und am Ende, wie man sieht hier, das Normalende ist hier 1820. Und hier bei der Mod ist das Ende nach dem Ersten Weltkrieg am 11. November 1918. Kann man ganz kurz gucken. So sieht die Welt zu dem Zeitpunkt aus. Und wenn man nochmal zurückguckt, so sieht die Welt bis dahin aus. Also sehr, sehr zersplittert noch alles. Hier Frankreich, ganz viele kleine Staaten, aber meistens sind es, also die allermeisten sind Vasallen des wirklichen Landes Frankreich. Das hier ist Frankreich. Das sind ganz viele andere kleine, aber die sind meistens Vasallen. Hier kann man sehen, da unten rechts verbündet mit Frankreich, verbündet mit Frankreich, verbündet mit Frankreich. So gut wie alle sind verbündet mit Frankreich, außer hier die beiden hier zum Beispiel. Und hier die Bretagne ist unabhängig. Und England, also Großbritannien, ist auch nicht mal ansatzweise gegründet. Deutschland noch total, noch am allermeisten zersplittert. Ist auch zu dem Zeitpunkt noch das Heilige Römische Reich und nicht Deutschland, aber dazu kommen wir später noch. Auch hier Russland noch geteilt in Nowgorod und und Königreich Moskau und natürlich hier die Goldene Horde von Genghis Khan. Klar, sollten die meisten eigentlich kennen. So, wir werden jetzt hier für das Let's Show Brandenburg nehmen. Ich werde jetzt ganz kurz noch. Doch, ich werde die Einstellung so lassen. Nehme jetzt Brandenburg und dann starten wir gleich mal ins Spiel. Was noch zu sagen ist, dass diese Mod eigentlich auf Englisch ist und ich es jetzt für euch auf Deutsch geschaltet habe. Aber da die Übersetzung nicht unbedingt die
gelungenste ist, kann es gut sein, dass da mal Fehler drin sind. Vielleicht werde ich dann auch nochmal auf die Vanille wechseln, aber ich glaube, ich werde das jetzt, da ich jetzt so angefangen habe, auch so durchziehen. So, hier sehen wir gleich mal eine recht wichtige Sache im Spiel. Das hier ist ja, eine Mission. Ich lese es erstmal vor. Der Wille Gottes hat es euch klar dargelegt. Das pommersche Erbe. Wir haben das Recht auf die Nachfolge im Herzogtum Pommern. Obwohl es derzeit nicht weise wäre, zu versuchen, ganz Pommern zu gewinnen, sollten wir sicherstellen, dass niemand unsere Rechte vergisst und einige Territorien für uns nehmen. Ich kann sein, dass ich ab und zu mal ein bisschen hier Schnupftöne von mir gebe. Ich bin heute irgendwie ganz schön verschnupft. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob es Allergie ist oder wirklich ein Schnupfen. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Ich muss aber jetzt trotzdem aufnehmen, weil ich habe es versprochen, dass es morgen kommt. Ich versuche es so zu gut einzustellen wie möglich. Jetzt habe ich gerade aus Versehen das Teil hier weggeklickt. Das war natürlich nicht mit Absicht. Was ich eigentlich erklären wollte, ist, das war jetzt, habe ich ja schon gesagt, eine sogenannte Mission. Jedes Land bekommt am Anfang eine solche Mission. Und ja, diese Missionen sind dafür da, die Länder quasi in eine bestimmte Richtung zu lenken, und vor allem auch zu helfen, sich auszudehnen. In den allermeisten Fällen. Manchmal sind es auch nur so Missionen wie sammelt Geld oder sowas. Aber in den allermeisten Fällen ist es entweder vergrößert die Armee, vergrößert die Flotte, kolonialisiert das, kolonialisiert jenes oder eben erobert das und das. Oder vassalisiert den und den. Was das alles bedeutet, erkläre ich später noch. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal darum, wir sind hier dieses schöne braune Etwas hier, Brandenburg. Das hier ist Pommern. Darüber haben wir jetzt durch unsere Mission Rechte. Das bedeutet, ja, wir können Krieg gegen Pommern führen, ohne Probleme zu bekommen. Warum wir Probleme bekommen, erkläre ich später. Aber bevor ich jetzt hier das hier alles erkläre, erkläre ich erstmal allgemein das Interface. Ich denke, ich fange jetzt hier erstmal mit dem äußeren Interface an. Da haben wir hier oben das allgemeine Menü. Das erkläre ich gleich. Hier gibt es nochmal ganz viele Unterkategorien. Aber hier oben fange ich jetzt erstmal an mit der nationalen Soldatenanzahl. Das ist die Größe der Soldaten, die in unserer Armee zur Verfügung stehen. Allerdings nicht die Größe der Armee. Denn wir sehen hier, wir haben hier 10, das bedeutet 10.000 Männer. Und hier steht 24.000. Was das zu bedeuten hat, ist einfach, das sind rekrutierte Truppen, rekrutierte Regimenter, mein Gott. Und wenn davon welche im Kampf sterben, werden die mit diesen Soldaten wieder aufgefüllt. Und wenn man neue Truppen aushebt, werden sie auch von diesen Soldaten hier genommen. Das heißt, wenn die auf Null sind, kann man zum Beispiel entweder keine neuen Truppen mehr bauen oder seine Truppen nicht mehr aufstocken. Das heißt, man muss aufpassen, dass man möglichst viel davon hat und möglichst wenig davon unnötig verliert. Ja, dann sieht man hier noch, monatlich kriegen wir 617 momentan. Das ist immer abhängig von den Provinzen, wie viel Bevölkerung dort ist. Alles recht kompliziert. Ich versuche das möglichst gut zu erklären. Es wird auch noch ein bisschen durch verschiedene Dinge verbessert, die ich jetzt aber erstmal noch nicht näher erkläre. Das werdet ihr später dann noch verstehen wahrscheinlich, wenn ich die restlichen Dinge erklärt habe. So, was habe ich ausgesehen? Die Maus zu arg bewegt. Dann hätten wir hier die Stabilität. Die Stabilität ist was etwas sehr Wichtiges in Europa Universalis. Die spiegelt ja eben die Stabilität eures Reiches wieder. Das war jetzt irgendwie blöd, aber mir fällt jetzt keine bessere Formulierung ein. Sie geht von minus 3 bis plus 3 und wie man sich bestimmt denken kann, ist bei minus 3 extrem hohe Mali vorhanden. Sind bei minus 3 extrem hohe Mali vorhanden und bei plus 3 große Boni. Deswegen ist man auch immer bestrebt, möglichst hohe Stabilität zu haben. Die Stabilität wirkt sich auf sehr viele Dinge aus, vor allem Handel, Steuern und Magistrate und was das ist, erkläre ich später noch. Dann haben wir hier, upsa, unsere Wirtschaft, unsere Dukaten, das die Währung in Europa Universalis.
Zum Wirtschaftssystem gehe ich später noch ein, wenn wir hier den Unterreiter erklärt haben. Dann haben wir hier Prestige, spiegelt ja das Ansehen, naja, nicht unbedingt das Ansehen, aber die kulturelle Macht, sage ich jetzt mal, teilweise unserer Nation wieder. Und Prestige bekommt man für, ja, für bestimmte Technologien oder für, vor allem eigentlich für Eroberung und für Schlachten. Später dann auch durch Akademien der Künste und so weiter und so fort. Aber das kommt erst relativ spät im Spiel. Dann haben wir hier den Ruf. Das ist schon wieder was sehr Wichtiges. Der Ruf, in dem Fall ist es kein positiver, sondern negativer Ruf. Den erhält man, wenn man jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Pommern angreifen würde und dann die beiden Provinzen erobern will, da kostet mich das Ruf. So, das kostet im, vom Grundwert her immer 4, glaube ich. 4 oder 4, 4, 4. Es kostet, nee, es kostet 8. Normalerweise ohne Kriegsgrund kostet es 8, eine Provinz zu erobern. So, unser Maximum ist 22. Das heißt, wir können nicht viel erobern, ohne über das Ruflimit zu kommen. Was ist, was passiert, wenn man über dem Ruflimit ist? Erstmal, je höher der Ruf ist, umso stärker sinken die Beziehungen mit allen anderen Nationen der Welt, die wir kennen. Was natürlich schon mal ziemlich negativer Aspekt ist. Und wenn wir über diese 22 Punkte kommen, ja, dann haben alle Nationen der Welt einen Grund, um uns anzugreifen. Und meistens machen die auch, machen auch die meisten das dann, und dann hat man einen Krieg gegen die halbe Welt, was man jetzt zum Beispiel in unserer Position momentan niemals gewinnen kann. Später, wenn man wirklich mächtiges Land ist, hat man dann schon eher eine Chance, aber selbst dann, naja, die Chance ist auch dann nicht so hoch. Zum Ruf sage ich vielleicht später noch ein bisschen mehr. Dann haben wir hier die Legitimität unseres Herrschers. Die wird beeinflusst durch Staatsehen, zum Beispiel. Durch was denn noch? Durch Technologie, nee, durch Ideen. Da, was das ist, erkläre ich später noch. Ich weiß gar nicht, durch Berater noch. Das erkläre ich auch alles noch später. Es geht jetzt zuerst mal darum, was das hier alles bedeutet. Dann haben wir hier 6 verschiedene Personentypen. Und dann haben wir hier einmal die Händler, die Kolonisten, Diplomaten, Missionare, Spione und Magistrate. Von allen kann man maximal 5 haben. Da wird einem dann immer angezeigt, wie viele man pro Jahr bekommt. Hier 1,3 Händler, 0,4 Kolonisten, 5 Diplomaten, 0,2 Missionare, 0,6 Spione, 0,132 Magistrate. Dann haben wir hier das Datum, das momentane. Wir sind momentan noch bei Tag 1, Sonntag, der 10. Januar 1356. Die Spielgeschwindigkeit momentan noch auf Pause. Hier unten sind dann immer so Meldungen, Regler veränderbar, ihr habt einen freien Beraterplatz, umkämpfte Nachfolge. Was das ist, erkläre ich alles später. Hier drüben hat man dann so ein Interface, wo verschiedene Sachen angezeigt werden, wie jetzt zum Beispiel Provinzen, die man belagert, eigene Provinzen, die belagert werden, Gefechte, Rekrutierungen von Truppen, Schiffe, die gebaut werden, Kolonisten und so weiter. Ganz, ganz viele Sachen können da angezeigt werden. Später im Spiel wird die Liste wahrscheinlich ganz schön lang werden. Momentan nur eine einzige Armee haben wir hier. Das heißt, es wird hier auch nur eine, eins angezeigt. Mehr haben wir nämlich noch nicht. Dann. So, ich bin wieder da. Ich habe keine Ahnung, was das gerade für ein merkwürdiger Bug war. Ich habe mich schon gewundert, warum wir jetzt 10.000 einändern, weil eigentlich fängt man nämlich mit 6.000 an. Ja, es wurde hier gerade dieser Button für das Heilige Römische Reich war irgendwie weg. Ich habe keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall ist es jetzt wieder da. Wir haben nur noch 6.000 Mann. So sollte es auch eigentlich sein. Das heißt, ich erkläre jetzt hier einfach weiter mit dem Interface. Hier mal das Heilige Römische Reich. Die 20 da gleich. Das ist nämlich die gleiche 20 wie hier. Erstmal hier unten sehen wir alle Mitgliedstaaten des Reiches. Um es mal zu verdeutlichen, auf der Karte. Alles, was hier grün ist, gehört zum Reich. Dann sehen wir diese 7 Nationen. Das sind die Kurfürsten des Reiches. Sie wählen den Kaiser hier oben. Um das nochmal zu verdeutlichen, diese etwas heller, hellgrüneren, das ist ein merkwürdiges Wort, aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. Das sind die Kurfürsten und das ganz helle, das ist der Kaiser. Momentan ist das noch Böhmen.
Unser Ziel wird natürlich sein, selber Kaiser zu werden, logisch. Und um das zu schaffen, müssen wir hier die Kurfürsten davon überzeugen, uns zu wählen, was wir jetzt erstmal noch nicht schaffen werden. Sofort jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, ob wir gleich die erste Kaiserwahl gewinnen oder die zweite. Das gucken wir mal, aber darum geht es erstmal nicht. Die 20 spiegelt die Autorität des Kaisers im Reich wider. Diese Autorität können wir benutzen, um hier Reformen durchzuführen. Allerdings ist das ziemlich kompliziert, weil da jedes Land abstimmen darf und sehr viele Modifikatoren wichtig sind, damit die dafür stimmen. Dazu aber später mehr. Dann haben wir hier den Heiligen Stuhl. Also es geht um den Papst. Wir haben momentan einen Papsteinfluss von 21. Dieser Papsteinfluss steigt durch unsere Beziehung zum Kirchenstaat und weil unsere Innenpolitik momentan noch in Richtung engstirnig geht, also in Richtung, weiß ich nicht, rückwärtsgewandt, also nicht innovativ. Mir fällt jetzt gerade kein gutes Wort dafür ein. Auf jeden Fall steigt dadurch unser Papsteinfluss jährlich um insgesamt 13,5%. Dann unsere Kardinalchance, 2%, spiegelt wieder, wie viele Chancen wir haben, dass wir als nächstes einen Kardinal bekommen. Diese Chance wird eben wieder beeinflusst durch den Papsteinfluss und durch die Anzahl der katholischen Provinzen in unserem Reich und die Anzahl an Steuern, die in diesen Provinzen eingenommen werden. Da aber wir oder ich normalerweise immer auf innovativ spiele, ich weiß nicht, wie man auf engstirnig spielen will, ohne in der Technologie total nach hinten zu kommen, werden wir so wenig Papsteinfluss haben, dass wir eh da keine Chance haben, irgendwie Kontrolleur der Kurie zu werden. Der hier kriegt ein paar Boni. Man sieht jetzt hier momentan ist es Schweden, die haben hier vier Kardinäle, wir haben momentan gerade mal einen. Das heißt, wenn wir jetzt noch vier bekommen würden, dann wären wir Kontrolleur der Kurie. Aber das wird niemals passieren, weil man sieht hier, unsere Kardinalchance beträgt gerade mal 2%. Die höchsten 5 sind hier 6% England, 6% Schweden, 4% Böhmen, 4% der Kirchenstaat und 4% Frankreich. Genau, dann haben wir hier unten natürlich die Minimap, hat man ja schon gesehen, hier die Weltkarte. Ja, so wie sie halt heute auch ist. Dann haben wir hier ganz viele verschiedene Karten, die werde ich jetzt nicht alle durchgehen. Die werdet ihr dann im Spiel noch zu sehen bekommen. Dann haben wir hier getriggerte Modifikatoren. Das sind Modifikatoren, die ja ausgelöst werden, wenn bestimmte Dinge erfüllt sind. Was Modifikatoren sind, erkläre ich später noch. Hier ist die Geschichte unseres Reiches. Hiermit können wir verschiedene Provinzen finden, hier wie zum Beispiel Neumark. Wenn ich dann hier Neumark eingebe, springt sie ja automatisch dorthin. Mit dem hier springen wir zur Hauptstadt. Und dann hier zum nationalen Schwerpunkt ist momentan auch auf unserer Hauptstadt. Genau. Dann haben wir hier das Menü. Klar. Statistiken auch ziemlich wichtig. Kann man hier Nationenvergleich, also die alle anderen Nationen und dann hier Überblick über mein eigenes Land. Verschiedene Statistiken sind eigentlich ziemlich nützlich und vor allem auch nötig. Hier zoomen ein- und rauszoomen, aber das kann man auch mit dem Mausrad, also das braucht man eigentlich nicht. Hier werden dann nochmal verschiedene Nachrichten angezeigt, die ich jetzt aber erstmal nicht weiter erläutern werde. Werdet ihr dann auch alles im Spiel noch sehen. So, ich habe jetzt hier mal das Menü aufgemacht. Erstmal der erste Reiter hier, die Übersicht, zeigt uns eine allgemeine Übersicht über unser Land. Hier ganz oben, Brandenburg ist eine Feudalmonarchie, das ist momentan unsere Regierungsform. Da sieht man die Boni der Regierungsform und wann man eine neue Politikänderung vollziehen kann. Was das ist, erkläre ich später noch. Dann hier ist unsere Leitkultur. Momentan Sächsisch ist in der Gruppe Germanisch. Was es damit auf sich hat, erkläre ich jetzt ganz schnell. Also man sieht hier, das ist der Kulturkarten-Kartenmodus. Genau, der Kulturkarten-Kartenmodus. Okay, ihr wisst, was ich meine. Und dieses rosa-lila, was auch immer,
ist die Kulturgruppe Germanisch. Natürlich hat jetzt nicht hier alles, wenn man hier guckt, das hier ist Österreich, das Weiße, nicht alles dieselbe Kultur. Wenn man jetzt hier drauf geht, sieht man da unten rechts in diesem kleinen Fenster Germanisch und dann in Klammer Österreichisch. Daran sieht man dann, Germanisch ist die Kulturgruppe, also die Oberkultur, und die Unterkultur quasi ist dann Österreichisch. Aber sie gehören alle zur Gruppe Germanisch. Und so ist es eben auch bei uns. Bei uns ist es nicht Germanisch-Österreichisch, sondern eben Germanisch-Sächsisch. Sollte jetzt eigentlich ganz klar sein. Kultur hat wichtige Einflüsse, wenn man Dinge erobert. Aber dazu später im Let's Show mehr. Dann haben wir hier unseren Herrscher, Ludwig II. Von Wittelsbach. Unser Prestige, momentan 5. Unser Rang unter den Nationen, momentan Rang 21. Ist jetzt kein sonderlich schlechter Start, aber naja, man könnte auch England spielen zum Beispiel, da wäre man, glaube ich, gleich auf Rang 1 oder so. Auf jeden Fall relativ weit oben. Hier unsere Religion. Ja, ich muss ganz kurz Nase putzen. So, bin wieder da. Hier unsere Religion. Momentan katholisch. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es schon gesagt. Und dann haben wir hier die eben genannten hier Modifikatoren. Da gibt es aber jetzt nicht nur die getriggerten, sondern auch noch ganz normale. Momentan haben wir jetzt zwei Modifikatoren, ökonomischer Wohlstand, so. Verringert Risiko der Revolte und mehr Steuern. Und die Reichsintegrität bringt ganz viele Sachen hier. Steuern, Soldaten, minus Söldnerkosten, minus Technologiekosten. Aber was das alles zu bedeuten hat, erkläre ich euch später noch. Dann... Oh, Entschuldigung. Sehen wir hier unseren Ruf. Das ist das gleiche wie da oben. Wir haben momentan einen ehrenvollen Ruf. 0 Rufpunkte. Hier sehen wir dann eine diplomatische Übersicht unseres Landes. Sieht man zum Beispiel solche Sachen wie hat Eroberungskriegsgrund gegen Pommern. Das ist das mit dieser Quest, die ich am Anfang erklärt habe. Und hier zum Beispiel hat Heiliger Krieg Kriegsgrund gegen Mamelukenreich. Das wäre das hier unten. Ja, solche Dinge sieht man dann da. Und dann hier zum Beispiel die Rivalen. Sieht Pommern, Polen, Böhmen und Sachsen als natürlich Rivalen an. Und solche Dinge. Hier sehen wir dann eine Beziehungsübersicht zu allen anderen Nationen der Welt. Ist natürlich zu den katholischen und Nachbarnationen relativ gut. Und je weiter wir dann hier kommen, zum Beispiel hier Marokko, ist natürlich islamisch. Mag uns natürlich überhaupt nicht. Und das sind auch nur die momentan bekannten. In der bekannten Welt, also hier dieses kleine Stückchen, ein Teil von Europa, ein bisschen Nordafrika, ein bisschen Asien. Mehr ist noch nicht bekannt. Später, wenn wir mehr Länder entdecken, sind hier nun mal auch mehr in der Liste. Obwohl vielleicht auch nicht, vielleicht sind bis dahin auch schon genug ausgelöscht, damit es weniger werden. Dann kommen wir zum nächsten Reiter, und zwar dem Hof von Brandenburg. Hier sehen wir nochmal unseren König oder unseren Herrscher. Momentan ist es ja noch kein König. Momentan ist es nämlich der Herzog Ludwig II. Von Wittelsbach. Dann sehen wir hier seine Fähigkeiten. Er hat Verwaltung, Regierungsgeschick 6, Diplomatiegeschick 5 und Militärgeschick ebenfalls 6. Wir haben noch keinen Nachfolger, was natürlich schon mal sehr schlecht ist. Aber den sollten wir möglichst bald bekommen. Unser Herrscher ist ja erst 5 Jahre an der Macht, das heißt, er ist so um die 23. Das heißt, noch Kinder zu bekommen sollte dem nicht so schwer fallen. Hier können wir Berater uns holen. Diese Berater bringen ganz viele verschiedene Boni, kosten allerdings Unterhalt und auch erstmal Einstellungskosten. Jetzt gucke ich jetzt mal, was wir hier alles haben. Nicht so viel kostet, aber nehme ich jetzt hier erstmal den. Den brauchen wir nämlich. Und den. Was die können, erkläre ich später noch. Das habe ich jetzt ganz übersprungen. Also das war's hier. Jetzt sind wir hier im Reiter Wirtschaft. Wir sehen jetzt erstmal hier in diesem Kasten unsere Einnahmen und Ausgaben und die Bilanz. Ich fange mal mit den Einnahmen an. Hier sehen wir unsere Einnahmen aus Steuern, Produktion, Handel. Die Prozentzahlen erkläre ich später. Später im Spiel. Gold. Gold ist unbeeinflusst von Inflation, nebenbei bemerkt. Das ist aber nicht so wichtig, weil wir eh keine Goldprovinzen haben momentan. Und dann noch Tarife. Das sind Zölle von Überseeprovinzen.
Insgesamt haben wir Einnahmen von 6,4 pro Monat. Davon 5,2 ist Steuern, 1,3 ist Produktion. Also momentan liegt der Fokus eindeutig auf Steuern. Dann unsere Ausgaben. Momentan haben wir eine Investition von 6,4. Zahlen an unsere Berater, die ich gerade eingestellt habe, 0,8 pro Monat. Und unser Militärunterhalt beträgt 1,7. Das heißt, wir machen insgesamt eine Bilanz von minus 2,5. So, diese Investitionen, die gehen da drüben rein. Was das bedeutet, erkläre ich später. Jetzt werden wahrscheinlich die meisten denken, was, minus 2,5, da geht der ja total schnell pleite hier mit nur gerade mal 49 Dukaten, die wir momentan haben. Allerdings wird in Europa Universalis ja ein bisschen merkwürdig zwar, aber es gibt da ein Wirtschaftssystem, das ja zwischen monatlich und jährlich unterscheidet. Und zwar bekommt man monatlich zwar negative Einnahmen, allerdings bekommt man am Jahresende einmalig einen recht hohen Betrag. In unserem Fall momentan 43,38, also rund 44 Dukaten. Was dann momentan ein Gewinn von 13,9 ungefähr nach Jahresende erwarten lässt. Das heißt, wir können 13,9 ausgeben, ohne Verluste zu machen. Ich glaube, das haben wir sogar schon mit der Einstellung der Berater überschritten, aber das ist nicht so schlimm. Ja, wie wir das beheben, sage ich euch dann gleich. Oder was heißt, wie wir das beheben? Noch machen wir keine Miese, aber wir brauchen natürlich möglichst viel Geld. Dann unsere Inflation momentan noch auf 0. Hier können wir Darlehen aufnehmen, momentan 9% Zinsen. Ja, eigentlich immer schlecht. Bei Europa Universalis 3 Darlehen immer, immer schlecht. Hier sind zwei Regler für Missionars- und Kolonialunterhalt. Was das bedeutet, erkläre ich später. Oder ich könnte es eigentlich auch gleich erklären. Wenn ihr Missionare, also diese Typen hier, auf ja, Konvertierungsmission schickt. Ich hätte jetzt beinahe wieder Missionarsmission gesagt. Dann kostet euch das Geld. Oh mein Gott. Gut, ich habe aus Versehen ein Darlehen aufgenommen, weil ich mich verklickt habe. Naja, okay. Fail, aber egal. Ist ja nur ein Let's Show. Der Missionarsunterhalt ist dann, je mehr Missionare ihr auf einmal habt, höher. Und ja, wird dann hier durch diesen Regler geregelt. Je höher ihr da eingestellt habt, umso höher ist die Chance, dass die Konvertierung erfolgreich ist. Je niedriger, desto niedriger logischerweise. Kolonialer Unterhalt dasselbe. Wenn ihr einen Kolonisten auf Mission schickt und eine Kolonie gründet, kostet das natürlich auch Unterhalt. Je höher ihr den Unterhalt eingestellt habt, umso mehr Einwohner kommen jedes Jahr an die neue Kolonie. Ja, genau. Dann haben wir hier diese Investition. Das hier ist alles Technologie. Und hier unten ist dann noch die Staatskasse. Und das hier ist die Stabilität. Also nochmal was anderes. Die habe ich ja hier schon erklärt. Hier fließen alle unsere Einnahmen. Entweder in eine Technologie, in Erhöhung der Stabilität oder in die Staatskasse. So. Die Staatskasse bewirkt, dass Einnahmengeld, das direkt von dort oben kommt, nicht hier in der Technologie verbraucht wird, sondern hier in unserer Bilanz ankommt. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal klicke, aber 0,1 mehr, 0,2 mehr, 0,3 mehr und so weiter. Das hat allerdings ein paar Tücken, und zwar nämlich Inflation. Momentan steht hier ja, Inflation wird dieses Jahr um minus 0,03 geändert. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, sind wir noch nur noch bei minus 0,01 und dann, upsala, bei 0,0. Und dann, jetzt mache ich es mal so, wie ich es eigentlich auch einstellen will. Und zwar hier auf 0,09. Ja, es ändert sich dann plus 0,09 Inflation pro Jahr. Und die Inflation ist, naja, die meisten werden wissen, was Inflation ist, aber für die, die es nicht wissen, ja, Inflation entwertet quasi das Geld. Das heißt, ihr braucht mehr Geld, um die gleichen Dinge zu kaufen. Das heißt, quasi steigen eure Kosten an. Jedenfalls in Europa Universalis. In echt ist das natürlich deutlich komplizierter. Weil in Europa Universalis einfach nur Inflation gleich Geldmenge, was in Wirklichkeit natürlich nicht so ist. Da gibt es ein gutes Video dazu, das ich vielleicht auch verlinke. Mal gucken.
Das steht wenn dann in der Beschreibung. Dann, die Technologie teilt sich auf in 5 Gruppen. Regierung, Produktion, Handel, Flotte und Land. Ich denke mal, das ist selbsterklärend. Und dann haben wir unten noch die Stabilität. Wir werden jetzt erstmal komplett in die Stabilität investieren. Alles, was wir nicht in die Staatskasse machen. Damit wir hier unsere Stabilität auf plus 3 bekommen und möglichst alle Boni bekommen. Danach können wir immer noch forschen. Ja, dann haben wir hier noch Kriegssteuern. Das ist dann nochmal, wenn wir im Krieg sind, können wir extra Steuern erheben. Allerdings erhöht das unsere Kriegsmüdigkeit. Was das ist, kommt gleich im nächsten Reiter. Und zwar nämlich hier im Militärreiter. Dann sehen wir erstmal hier, unser Einheitentyp ist westlich momentan. Also was jetzt momentan wird, immer westlich bleiben. Jedenfalls in diesem Spiel stand. Dann können wir hier auswählen, was für Einheiten wir für die bestimmten Dinge wollen. Hier Infanterie, Kavallerie, Artillerie. Kann man dann auswählen. Momentan ist die Kavallerie noch deutlich stärker als die Infanterie. Es wird sich dann, sobald Gewehre und alles erforscht werden, in Richtung Infanterie zurückändern. Aber dazu ja, später im Spielverlauf dann mehr, würde ich sagen. Ich werde jetzt hier noch auf die abendländischen Ritter gehen, weil die Moral... Obwohl... Ja doch, ich gehe auf abendländische Ritter. Genau, dann haben wir hier die Kriegsmüdigkeit, genau. Die Kriegsmüdigkeit steigt, wenn ihr eben in Kriegszeit logischerweise und dabei Truppen verliert oder Provinzen von euch besetzt, ausgeraubt oder weiß nicht, eigentlich sonst nichts, nur besetzt oder ausgeraubt. Ich, kann auch sein, dass es, wenn sie blockiert werden, also die, wenn die Häfen blockiert werden, dass dann auch steigt, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall, wenn sie besetzt oder ausgeraubt werden. Dann steigt diese Kriegsmüdigkeit an. Die wird durch bestimmte Dinge gesenkt, aber wenn wir im Krieg sind, steigt die eigentlich fast immer an. Selbst wenn man einen super guten Herrscher in Verwaltung, dann steigt sie nur recht langsam an. Wenn die Kriegsmüdigkeit hoch ist, man sieht hier, das Maximum ist 12. Also das ist nicht das Maximum, aber das ist die Grenze. Wenn die hoch ist, haben wir ein extrem, extrem hohes Revoltenrisiko. Außerdem, glaube ich, bekommen wir auf Mali auf Moral. Die Chance, dass sich Länder unabhängig machen, ist relativ hoch per Rebellion. Also alles ziemlich negativ. Ich glaube auch, es wird Steuereinkommen und Handelseinkommen verloren gehen, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und wenn man über dieser Grenze ist, hat man ein richtiges Problem. Weil dann wird man nämlich mit Sicherheit überall Rebellion bekommen. Also da muss man sehr vorsichtig sein, dass man dann nicht über die Grenze kommt. Das heißt, man darf nicht ewig lange Kriege führen. Das findet die Bevölkerung überhaupt nicht lustig. Außerdem, wenn man eine extrem hohe Kriegsmüdigkeit hat, sinkt hier die Legitimität. Was auch nochmal stärkere Revolten und Stabilitätskosten mit sich bringt. Hier haben wir jetzt die Investition in unsere Armee und in unsere Flotte. Hier sehen wir dann die Moral unserer Armee und die Moral unserer Flotte. Momentan ist die Moral bei 2,365. Die wird durch ganz viele Dinge beeinflusst, die ich jetzt nicht weiter erläutere. Die kommen später noch, wenn wir neue Technologien erforschen und Ideen durchsetzen. Dann sehen wir hier die Gesamtgröße unserer Armee. Momentan 6 Brigaden, 6000 Einheiten. Dann das Unterstützungslimit, das maximale Unterstützungslimit unseres Reiches. Momentan 14.000 Mann. Wenn wir da drüber sind, müssen wir hier unten Unterhalt prozentual mehr bezahlen. Das heißt, je mehr wir über dem Unterstützungslimit sind, umso extremer steigen unsere Kosten an. Also das sollte man sich nicht verscherzen da, vor allem nicht am Anfang, wenn man wenig Geld hat. Und auch am Ende eigentlich möglichst unterlassen, weil wenn man dann irgendwie, weiß nicht, 100, nicht 100, aber vielleicht 50 Dukaten Unterhalt im Monat hat und dann vielleicht wegen Unterstützungslimit 5% mehr zahlen muss, dann ist das doch schon ein ganzer Batzen. Also da muss man schon aufpassen. Bei Flotte dasselbe, Gesamt, Unterstützungslimit, Unterhalt. Wir haben aber noch keine Hafenregion, dementsprechend haben wir auch noch keine Flotte. Den Unterhalt lasse ich jetzt ganz hoch, weil wir wollen jetzt gleich am Anfang Krieg gegen
Pommern führen, aber dazu später mehr. Hier haben wir den Religionsthread, der ist eigentlich relativ unwichtig. Hier haben wir Religionsentscheidungen, bei denen wir unsere Religion reformieren können oder später, wenn dann ja, die Reformation des katholischen Glaubens eintritt, auf den Glauben wechseln können, zu protestantisch oder zu reformiert. Hier sehen wir dann noch die Toleranz zu anderen Religionen, hier unsere eigene 4,4, das erhöht das Bevölkerungswachstum. Dann Toleranz gegen Heretiker, also momentan nur Orthodoxen und Hussiten. Das sind halt andere christliche Religionen, die aber nicht katholisch sind. Und dann haben wir noch Toleranz gegen andere Religionen, also alle anderen Religionen wie muslimisch oder hinduistisch oder weiß nicht, Tierreligion, was weiß ich, Naturkult und so weiter und so fort. Hier haben wir jetzt den Regierungsreiter, unsere Regierungsform, Feudalmonarchie. Die Regierungsform kann man per Verbesserung der Regierungstechnologie verändern, aber momentan können wir nur zur despotischen Monarchie wechseln, welche eher nur negativ Dinge mit sich bringt. Dementsprechend werden wir auf Feudalmonarchie bleiben. Je nachdem, was für eine Regierungsform ihr habt, könnt ihr unterschiedlich oft Innenpolitikänderungen machen. Das ist das hier unten, das erkläre ich sofort. Außerdem bringt jede Regierungsform verschiedene Boni. Und wenn ihr Wahlrecht habt, gibt es natürlich auch bei der Nachfolge noch ein paar Änderungen. Hier seid ihr dann bei den nationalen Ideen. Jeder Slot hier wird frei, je nachdem wie hoch eure Regierungstechnologie ist. Also der erste hier bei 6, dann bei 12, 15, 21, 26 und so weiter. Ich kann euch das jetzt noch nicht zeigen, das werde ich euch zeigen, sobald wir Regierungstechnologie Stufe 6 erreicht haben. Aber dazu dann, sobald wir das erreicht haben, dann mehr. Mit den Ideen kann man sein Land spezialisieren auf bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Militär, also Landmilitär oder Flotte oder zum Beispiel Handel oder Erkundung oder wer will auch auf Religion, aber naja. Das ist jetzt nicht unbedingt meine favorisierte Kategorie. Aber jetzt hier endlich zu den Innenpolitiken. Die Innenpolitik des Landes wird hier durch diese Reiter dargestellt, die immer zwei Dinge gegenüberstellen. Einmal hier jetzt Zentralisierung, Dezentralisierung, Aristokratie, Plutokratie, Leibeigenschaft, freie Untertanen, innovativ, engständig, Merkantilismus, Freihandel, offensiv, defensiv, Land, Flotte, Qualität, Quantität. Das ist mal im Schnelldurchlauf. Man kann dann hier, je nach abhängig von der Regierungsform, unterschiedlich oft diese Slider verändern. Ein Slider-Teil, die sind aufgeteilt von plus 5 bis minus 5. Und man kann es dann um 1 verändern in ja, irgendeine Richtung, die man haben will. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal in Richtung innovativ. Wir verlieren, oh mein Gott, das ist jetzt schlecht, Instabilität, das ist doof, aber gut. Jeder Slider bringt verschiedene Punkte und danach kann man dann, ja, die muss man halt danach ausrichten, welches Ziel man mit seinem Land hat. Zum Beispiel, wenn man stark auf Handel setzen will, auf Handel, ohne dass man selbst Handelswaren hat, da macht man Freihandel. Das erhöht die Handelseffizienz und die Wettbewerbschancen extrem. Während man, wenn man selber viele Handelseinkommen und viele gute Handelswaren hat, auch auf Merkantilismus setzen kann, obwohl ich meistens trotzdem nur auf Freihandel gehe, weil man damit einfach den Weltmarkt komplett dominieren kann. Während man mit Merkantilismus sich eigentlich so hinter seinen eigenen Handelszentren verschanzt, aber dazu später mehr. Offensiv, defensiv ist klar, Landflotte auch klar, Qualität, Quantität, also Qualität der Truppen oder Anzahl der Truppen. Sollte eigentlich auch klar sein. Dann hier, Anführer, sehen wir hier unsere Armeetradition, die steigt durch Kämpfe, durch gewonnene Kriege, durch Berater, durch Ideen, und durch, ja, später kann man noch eine sogenannte Militärakademie bauen, die ist auch ein bisschen erhöht.
Dann haben wir hier Flottentradition, dasselbe, nur halt eben mit Schiffen. Die Disziplin der Armee wird auch durch Technologie verbessert. Nee, eigentlich nicht. Nicht durch Technologie, aber durch Ideen. Und durch bestimmte Entscheidungen, nationale Entscheidungen und andere Dinge. Und vor allem durch die Innenpolitik-Qualität kriegt man ja plus 20% Disziplin zum Beispiel. Je höher Disziplin, die Disziplin, umso stärker die Armee logischerweise. Je niedriger, umso schwächer. Je höher Disziplin, umso mehr Schaden macht die Armee. Dann haben wir hier unten drunter General und Admiral rekrutieren. Das kostet Geld und Armeetradition. Je höher die Armee und oder Flottentradition ist, umso besser wird der General. Und dann, wenn man ihn rekrutiert hat, sinkt die Armeetradition und den nächsten, den man rekrutiert, der wird dann in den allermeisten Fällen schlechter. Conquistador und Decker kommen wir später dazu, wenn wir zur Kolonialisierung kommen. Und unseren Herrscher können wir hier zum General ernennen. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Ist relativ gefährlich, weil er natürlich dann auch in der Schlacht sterben kann. Und momentan haben wir ja noch keinen Nachfolger. Das heißt, es ist ziemlich gefährlich hier, ja, unseren Herrscher zum Anführer zu machen, weil wenn er stirbt, wird irgendjemand anderes unseren Titel übernehmen. Und wir können nicht weiterspielen. Das wäre natürlich äußerst doof. Also sollten wir das möglichst vermeiden. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie eigentlich nur relativ selten sterben in Schlachten. Meistens überleben sie eh. Dann haben wir hier die Kultur. Hier sehen wir unsere Kulturtradition. Wird durch ganz viele Sachen verändert. Es gibt Gebäude, die Kulturtradition erhöhen können. Dann hier Kulturentscheidungen, Berater. Es gibt total viele Sachen, die Kulturtradition erhöhen können, auch Ereignisse. Und mit dieser Kulturtradition kann man hier Berater rekrutieren, solche, die wir hier vorne eingesetzt haben. Wie jetzt zum Beispiel hier ein Inflationsreduktionator, ein Meisterpräger. Den brauchen wir zum Beispiel, um hier unsere Staatskasse höher schrauben zu können, damit wir mehr Geld bekommen. Allerdings können wir uns den momentan eh noch nicht leisten, also lassen wir das einfach. Vor allem, weil wir auch ganz schön eine Miese machen, wegen dem blöden Darlehen, das ich aufgenommen habe. Ist natürlich blöd. Aber da kann man nichts machen. Manche Berater erfordern auch noch Flotten- oder Armeetradition. Die wird dann dadurch auch noch gesenkt. Ah ja, die wird gesenkt, wenn man einen rekrutiert, um 20% immer genau. Und wenn man hier genau, wenn man hier so einen braucht, der zum Beispiel Flotte braucht, dann haben wir 15% Kultur minus und 5 Flotte. Oder jetzt hier 10 Kultur, 10 Flotte. Oder 10 Kultur, 10 Armee Tradition. Also, ist klar. Hier gibt es halt Kulturentscheidungen, die dann die Kultur erhöhen können und die Legitimität oder irgendwelche anderen Dinge, die mit der Kultur zusammenhängen, in dem Fall Risiko nationaler Revolte, meistens für Geld und Magistrate. Dann der letzte Reiter, Mission und Entscheidungen. Da sehen wir unsere Mission, die ich vorhin ja schon vorgelesen habe. Was wir dafür brauchen, um die Mission zu erfüllen. Hier Besitz von Vorpommern, Hinterpommern, Stettin und Köslin. Das ist alles das hier. Dann was wir bekommen, wenn wir die Mission abschließen. Eine neue Kernprovinz in Vorpommern, Hinterpommern, Stettin und Köslin. Also allen pommerschen Provinzen. Und dann hier noch ein bisschen Soldaten in Stettin und Köslin. Man könnte die Mission abbrechen, aber da wäre man schon äußerst bescheuert. Weil das eine ziemlich gute Mission ist. Weil man dadurch ja problemlos Provinzen annektieren kann, ohne dass man Ärger bekommt. Im Heiligen Römischen Reich ist das nämlich nicht so einfach, einfach so Provinzen zu annektieren. Doppelt ist einfach, aber gut. Aber dazu später mehr. Nationale Entscheidungen. Hier können wir nationale Entscheidungen unserer Nation treffen, zum Beispiel auch neue Nationen zu gründen, weil wenn wir jetzt hier ganz Deutschland erobert haben, wollen wir ja nicht mehr Brandenburg sein, sondern Deutschland. Und dann haben wir hier zum Beispiel nationale Entscheidungen, die deutsche Nation. Dann können wir unseren Staat zu Deutschland umändern.
kommen dann viele Boni, vor allem Kernprovinzen in allen, ja, in allen deutschen Provinzen. Und dafür braucht man natürlich, muss man natürlich bestimmte Sachen erfüllen, bestimmten Teil von Deutschland schon erobert haben, ist klar. Und da gibt es dann eben Dinge, die man machen kann, zum Beispiel hier zu einem Imperium werden. Dafür braucht man ja eine Menge Provinzen. Hier mehr Städte als 30. Also das ist schon hier ein gutes Stück von Norddeutschland, um ein Imperium zu werden. Oder jetzt zum Beispiel beschließt ein Alkoholakt, wo man dann hier Regelung für Verkauf von Gin, indem man Lizenzen erhöht, und dann gibt es dann immer verschiedene Boni oder Mali. Ja, das ist eigentlich alles. Da braucht man immer bestimmte Dinge. Meistens auch immer der Herrscher recht wichtig. Hier zum Beispiel Herrscher mit einem höheren diplomatischen Geschick als 7 haben wir ja zum Beispiel momentan nicht. Das heißt, wir könnten das hier schon mal nicht machen. Und wir bräuchten eine Regierungstechnologie höher als 8. Also am Anfang kann man eigentlich da meistens nichts machen. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Ich habe jetzt hier alles erstmal erklärt. Und ich denke, das war es jetzt auch erstmal für heute. Oder wenn ich es schon aufgeteilt habe in zwei Parts, dann ja, für gestern und heute. Nee, für Montag und heute. So, sagen wir mal so. Ich hoffe, euch hat der Anfang jetzt hier so gefallen. Wir haben jetzt natürlich noch nicht wirklich gespielt. Ich habe jetzt erstmal das ganze Interface erklärt. Ich hoffe mal, das hilft denen, die neu in so ein Spiel einsteigen, sich da ein bisschen besser zurechtzufinden. Weil bei den meisten Let's Plays, die ich jetzt selbst gesehen habe, eigentlich kaum erklärt wird, was man da machen muss, in dem Spiel. Und das ist eigentlich so mein Ziel. Und vor allem möchte ich auch auf Europa Universalis 4 vorbereiten, weil ich da nicht mehr so viel erklären will, sondern einfach nur das Spiel spielen und ja, natürlich noch die Änderungen zwischen Europa Universalis 3 und 4 erklären, wahrscheinlich, aber im Prinzip nicht mehr alles erklären. Vielleicht mache ich da auch nochmal ein Erklärungsvideo, aber auf jeden Fall keine so lange Reihe, wie jetzt das hier wahrscheinlich werden wird. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch macht die Umstellung des Kanals nicht zu viel aus. Und dann verabschiede ich mich für heute von euch und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.